Zigzag ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und existiert seit der 3. Spielgeneration. Es hat seit der 8. Spielgeneration die Regionalform Gala-Zigzag, in der es den Typen Unlicht und Normal angehört. Zigzags Regionalform wurde auf der offiziellen Pokémon-Website in einem Steckbrief vorgestellt und bildet die Basisform zu Geradax, dessen Gala-Form sich wiederum zu Barrikadax entwickeln kann. Zigzags ist ein kleines, vierbeiniges und waschbärähnliches Pokémon, dessen gedrungener Körper vom Gesicht bis zu den Füßen komplett struppigem Fell mit hell- und dunkelbraunem Zigzagmuster bedeckt ist. Eine Ausnahme stellt ein länglicher schwarzer Zierstreifen um die runden Augen herum dar. Das Pokémon verfügt über einen kegelförmigen Schweif und steht auf vier kleinen, krallenbewehrten Füßen und in der Shiny-Form sind die braunen Körperteile hellbraun rötlich. In der Gala-Region zeigt Zigzags eine Regionalform, die als die ursprüngliche Form Zigzags gilt und zusätzlich dem Unlichttypen angehört. Das struppige Fell von Gala-Zigzags ist schwarz-weiß gestreift. Es hat auffällig pink gefärbte Augen, die von einem Sternmuster im Fell drumherum verziert werden. Auch hängt seine lange Zunge wild aus dem Mund heraus und die Shiny-Exemplare haben pinke Fellstreifen, während die Zunge und die Augen hellblau gefärbt sind. Zigzags ist landläufig bekannt und in vielen Regionen heimisch ist, stammt von seinen Artgenossen in der Gala-Region ab. Es gilt als deutlich friedlicher als diese. Gerät es dennoch in Kämpfe, zeichnet es sich durch flinke Bewegungen aus und greift Gegner mit Attacken wie Bodycheck oder Risikotackle frontal an. Im Kampf kann es sehr trickreich sein und stellt sich hin und wieder tot, um seine Feinde reinzulegen. Ansonsten kann es Attacken verschiedener Typen einsetzen, wie zum Beispiel Nadelrakete oder Schleuder. Eine mögliche Fähigkeit ist Mitnahme, wodurch es ein bereits verwendetes Item eines gegnerischen Pokémon erhält. Die Fähigkeit Füllerei lässt selbstständig Bären bei 50% seiner Kraftpunkte einsetzen und die versteckte Fähigkeit Rasanz erhöht die Initiative bei Statusproblemen. Gala-Zigzags nutzt die gleichen Fähigkeiten, kann aber ein paar weitere Attacken einsetzen, wie zum Beispiel Konter. Zigzags ist ein interessiertes und energiegeladenes Pokémon, welches seine Umgebung stets aufmerksam untersucht. Das Kleindachs-Pokémon scheint zu jeder Zeit schnüffelnd den Boden abzusuchen, läuft währenddessen im Zigzag-Muster und hinterlässt hierbei charakteristische Fußspuren. Gelegentlich ist es bei dieser Suche erfolgreich und findet Items im Gras oder sogar im Boden. Zigzags ist ein eifriger Wanderer und markiert sein Revier, indem es seine struppigen, harten Rückenborsten an Bäumen reibt. Gala-Zigzags gilt als sehr aggressives Pokémon. Es zieht heimatlos durch die Region und ist von Wäldern bis hin zu Städten überall zu finden. Es springt rastlos hin und her, während es sich fortbewegt und hinterlässt auf seinem Weg durch seine Unachtsamkeit großes Chaos. Gala-Zigzags liebt Kämpfe, begegnet es anderen Pokémon, beginnt es deswegen ohne Grund Streit, indem es sein Gegenüber absichtlich anrempelt. Was nicht besonders kräftig ist, interpretieren Menschen dies häufig als Spiel oder Ausdruck von Zuneigung, was Gala-Zigzags nur noch mehr provoziert. Dabei ist Zigzags der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Geradax weiterentwickeln. Seine von Zigzag-Formen geprägte Gesamterscheinung wird hierbei durch eine stromlinienförmige Gestalt ersetzt, welche Geradax ein schnelleres Rennen ermöglicht. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Zigzags zu Geradax bei Level 20 ausgelöst. Gala-Geradax kann sich außerdem noch zu Barrikadax weiterentwickeln, womit Zigzags Entwicklungsreihe die erste war, bei der bekannt wurde, dass sich nur die Regionalform eines Pokémon weiterentwickeln kann. Die Entwicklung von Gala-Geradax zu Barrikadax geschieht beim Erreichen von Level 35 bei Nacht. Mit dem Typ Normal nimmt die normale Form von Zigzags doppelten Schaden gegen Kampfattacken, ist immun gegen Geistattacken und der Rest macht normalen Schaden. Gala-Zigzags, das den Unlichttypen hinzubekommt, ist immun gegen Psycho- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Käfer- und Feeattacken, vierfachen Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.